im Schweinsgalopp über den Rasen, bis die Haxen glühen. Seinem Namen macht dieses Tier alle Ehre, gestatten Schweini, ein echtes Wildschwein, das kurz nach seiner Geburt in menschliche Obhut kommt. Schweini wurde von Spaziergängern im Wald gefunden, laut quietend. Die haben sie dann bei einer Tierarztpraxis abgegeben. Die wussten, dass wir ein kleines Wildgehege für verletzte und verwaiste Tiere haben und brachten die Kleine vorbei und seitdem ziehen wir sie auf. Im Sommer, wenn die Vegetation am höchsten steht, ist wieder Wildtiersaison. Während Wildschweine mehrmals im Jahr Nachwuchs bekommen, geht's für andere Wildtiere jetzt erst richtig los. Im Mai haben Rehe und Rotwild ihre Kitze bekommen. Die im März geborenen Jungfüchse verlassen nun im Juni langsam ihre Bauten. Die ersten Schritte in ein neues Leben sind aufregend, aber auch nicht ungefährlich. Diese Fuchsbabys haben ein neues Zuhause in der Wildtierauffangstation Maßweiler bei Pirmasens gefunden. Ihr junges Leben hat ihnen schon jede Menge abverlangt. Erst haben sie ihre Mutter verloren, dann wurden sie bei Kanalreinigungsarbeiten aus dem Kanal gespült. Zusammen mit drei Geschwistern, die leider ertrunken sind dabei. Und die zwei wurden dann von den Arbeitern noch rechtzeitig gefunden und gerettet. Trotz des Kontakts zum Menschen, scheu sind die kleinen Füchse immer noch. Und das ist auch gut so. An den Menschen gewöhnen sollen sie sich nicht, denn die Wildtierauffangstation ist für sie nur ein kurzer Zwischenstopp. Ja, im Spätsommer werden sie an den Orten, wo sie herkommen, auch wieder ausgewildert. Tut Ihnen das nicht ein bisschen leid, wenn sie dann wieder weg sind? Nee, denen geht's ja dann eigentlich besser. Schweini dagegen tauscht auf Dauer den Wald gegen die Bequemlichkeit des Hofes. Wildschweine wieder auszuwildern, das ist ein fast unmögliches Unterfangen. Einmal auf den Menschen geprägt, würden sie immer wieder seine Nähe suchen und nach Fressbarem betteln. Neben Wildschwein Schweini kümmert sich Bieger Kruse auch noch um ein Känguru-Baby namens Mathilda und um viele andere Tiere. Mathilda und Schweini nehmen recht viel Zeit in Anspruch. Mathilda vor allem, die ja noch nachts gefüttert werden muss. Das ist halt sehr anstrengend, weil man sehr wenig Schlaf bekommt. Wir haben ein angefahrenes Rehkitz zurzeit, ein Feldhasenbaby und einige Vögelchen, die noch gepflegt und gefüttert werden müssen. Das geht halt rund um die Uhr, aber es macht Spaß, wenn die Kleinen gedeihen. Für Wildschwein Schweini war die Rettung durch den Menschen ein echter Glücksfall. Eines sollten Spaziergänger jetzt aber wissen: Nicht jedes Tier, das scheinbar verlassen im Wald liegt, braucht auch wirklich Hilfe. So, Valentina Kurscheid weiß, was zu tun ist, unsere Tierexpertin, wenn man auf ein verletztes Wildtier trifft. Wir haben gerade gehört, nicht jedes Wildtier, was einem über den Weg läuft, braucht Hilfe. Woran konnte man denn damals erkennen, dass Schweini Hilfe brauchte? Ja, also die Spaziergänger haben wirklich alles richtig gemacht, weil die haben sehr lange erstmal beobachtet, ob Schweini, hübscher Name, ne, jetzt zur Fußballzeit, ob Schweini auch tatsächlich alleine ist. Ja. Und sie war total verwirrt. Ja, und sprang da alleine rum. Die Bache war nirgendwo zu sehen. Und eine Bache, die passt tierisch auf ihre Jungen. Ja. Und dann haben sie zum nächstliegenden Tierarzt gebracht. Und der hat dann weitergeholfen und kam dann zur Klingelbacher Mühle. Aber wäre die Bache in der Nähe gewesen? Was wäre dann passiert? Da hast du als Mensch überhaupt keine Chance. Die rammen alles weg, was dir entgegenkommt. Ja. Um ihre Kleinen zu beschützen. Da muss man wirklich aufpassen, weil wenn eine Bache rennt, die kann schneller als ein Rennpferd sein. Was? Ja. Ja. Und du musst wirklich außer Sichtweite gehen und auch nicht der Bache entgegengehen, weil die verteidigt ihre Jungen. Also da ist wirklich sehr, sehr große Vorsicht geboten. Also wenn ich ein Wildtier, und die sind ja jetzt nun mal vermehrt unterwegs in den Wäldern, sehe, erstmal beobachten. Und wenn ich sehe, es ist verletzt, soll ich es dann einfach in den Kofferraum meines Autos parken? Wie gehe ich denn dann da? Ja, also auf jeden Fall erstmal beobachten. Es gibt nämlich auch viele Spaziergänger, die irgendwelche Feldhasen finden und sehen da in den Sassen, also die Feldhasen legen ihre Jungen im Sassen und denken, oh Gott, da ist weit und breit keine Mutter. Aber die Mutter lässt ein Junges öfter auch mal alleine, auch Rehe lassen ihre Rehkitze alleine. Mhm. Also da wirklich gucken, ob die Mutter irgendwo in der Nähe ist und durchaus eine Stunde mal warten, weil es kann sein, dass innerhalb einer Stunde die Mutter noch gar nicht zurückkommt. Und wenn es, wenn ein Rehkitz zum Beispiel wirklich ganz alleine ist, dann es mit Gras und Blättern erstmal hochnehmen und irgendwo hinsetzen. Vielleicht kommt die Mutter ja noch. Das kann durchaus sein. Weil wenn du so ein Tier angefasst hast, dann nimmt die Mutter das nicht mehr an. Also wenn ein Reh dann riecht, oh, das Kitz riecht jetzt nach Menschen, dann geht es nicht mehr ran. Also ich weiß, dass ein junges Reh Hilfe braucht, wenn so zwei Stunden die Mutter nicht da gewesen ist, dann muss ich handeln. Genau, und vor allen Dingen, wenn es verwirrt ist und schreit und womöglich auch verletzt ist. Ja, gut, das kann man ja dann hoffentlich sehen. Gibt es denn überhaupt eine gesetzliche Regelung? Ich meine, darf man denn Wildtiere einfach so
Ja, also da gibt es das Bundesnaturschutzgesetz. Du bist ganz schön wild, Schweini. Ja, ne? Da gibt es das wirklich, das Bundesnaturschutzgesetz, und das besagt, du darfst nicht einfach Tiere entwenden, aber ja, die gute Nachricht, du darfst es vorübergehend, wenn Tiere verletzt sind, darfst du es nach Hause nehmen und aufpäppeln. Es gibt aber geschützte Arten, also du kannst nicht einfach eine Eule, einen Greifvogel oder eine Fledermaus, das musst du, also wenn du das dem Tier hilfst, musst du es der unteren Naturschutzbehörde melden, dass du so ein Tier gefunden hast, und dann wird auch der Jäger benachrichtigt, der sich dann darum kümmert. Apropos Jäger, weil du es gerade sagst. Es gibt ja viele, die mit ihrem Hund im Wald unterwegs sind, und obwohl es den Hinweis gibt, hier sind Wildtiere unterwegs, bitte Leute, haltet eure Hunde an der Leine, ja, machen trotzdem viele ihre Hunde ab, und dann passiert es, dass Hunde kleine Rehe jagen. Ja. So, wenn eine Autobahn in der Nähe ist, laufen die Rehe möglicherweise über die Autobahn. Absolut. Darf in dem Moment ein Jäger handeln und dann den Hund abschießen? Darf er, tatsächlich. Das Landesjagdgesetz sagt das. Wenn Gefahr in Verzug ist, wie du sagst, wenn ein Tier und möglichst das Reh und der Hund gemeinsam auf die Autobahn rennen oder eine befahrene Straße, darf er das Tier tatsächlich abschießen, weil der Hundebesitzer das Tier nicht mehr im Griff hat. Mhm. Du musst auch, egal auch ob du mit dem Hund in der Stadt spazieren gehst oder im Wald, musst du dich wirklich vorher erkundigen, ob Anleihenpflicht ist. Das ist in jeder Gemeinde oder in jeder Region unterschiedlich, aber da kannst du im Internet nachlesen, wo Anleihenpflicht beherrscht. Manchmal darf man nur auf Wiesen, dann teilweise im Wald nicht. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt zur Zeit jeden Hund anleihen, weil in jedem steckt ein bisschen der Jagdinstinkt. Ja, und auch wenn die so ein Tier aufscheuchen, ist nicht schön. Ja, wir haben ja dazu auch noch mehr Informationen auf unserer Homepage, vollekerne.zdf.de. Nun passiert es aber doch häufiger, dass Wildschweine oder auch Rehe über eine Straße laufen, wenn es denn zu einem Unfall mit einem Wildtier kommt. Was ist dann für die Autofahrer zu beachten? Ja, also das Allerwichtigste ist erstmal Ruhe bewahren, keine Panik verbreiten, auch wenn das Tier schwer verletzt da sitzt. Dann das als allererstes die Unfallstelle sichern, ja, dass kein anderes Auto reinfährt. Und dann Polizei oder Feuerwehr anrufen. Und die dann auch genau schildern, was für ein Tier liegt da. Oder es kann ja auch sein, dass das Tier weiter in den Wald gerannt ist. Und dann wird auch der nächste Jäger benachrichtigt, dem das Gebiet gehört, ob das Tier dann geschossen werden muss, wenn es so schwer verletzt ist. Und natürlich, wer alles verletzt ist an der Unfallstelle. Das passiert ja häufig in der Dämmerung, ne? Auch, ja. Aber zur Zeit, also es gibt auch Gebiete, wo die Tiere jetzt vormittags rüberlaufen, nicht nur in der Dämmerung. Also dann bitte auch immer die Schilder beachten, die da an den Straßen aufgestellt sind. Da wird man ja oft gewarnt, dass Wildtiere unterwegs sind. Das könnte helfen. Liebe Zuschauer, Schweini, weiterhin viel Glück. Irgendwann geht es wieder in den Wald für Schweini, oder? Nein. Nein? Nein, nein, nein. Nein. Wir haben auch im Beitrag gehört, bei Wildschweinen ist es ganz schwierig, die wieder auszuwildern. Aber Schweini darf in der Klingelbacher Bühle bleiben. Ach, wie schön. Da ist auch noch ein anderes Wildschwein. Ja, und er bleibt da, beziehungsweise sie ist ja ein Mädchen, eine Bache, eine Kleine. Die bleibt da. Und ich würde sagen, die hat ein perfektes Leben. Das glaube ich aber auch. Das sieht so aus. Schwein, wir wünschen dir noch ein tolles Wildschweinleben. Schön, dass du bei uns warst. Süßes Ding. Liebe Zuschauer, wir haben alle Informationen für Sie auf unserer Homepage unter vollekanne.zdf.de für Sie zusammengefasst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst. Dankeschön, Schweini, dass du bei uns warst.